Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute habe ich mal wieder eine Zuschauerfrage aufgegriffen, die mich so in den letzten Wochen, Monaten erreicht hat. Und zwar vor allem immer bei den Videos, die so eine Art Food Diary sind, wo ich zeige, was ich für meine Jungs so zubereite und auch für mich. Und dann kommt dann immer die Frage, ist es denn nicht viel zu zeitaufwendig, so gesund zu essen? Und in diesem Video möchte ich auf diese Frage eingehen. Ich würde dazu mal sagen, jein. Also um gesund zu essen, kann man intensiv zubereiten, aber man kann auch ganz einfach essen. Bei mir war es zum Beispiel so, Anfang der 90er, 91, 92 bin ich Vegetarierin geworden. Und da habe ich am Anfang bei meinen Eltern einfach die Beilagen mitgegessen. Und irgendwann war mir das einfach zu langweilig und habe ich begonnen, vegetarische Gerichte selbst zu kochen. Ich glaube, ich habe mal 2 Jahre lang jedes Wochenende 2 verschiedene Gerichte gekocht und es hat mir einfach total viel Spaß gemacht, verschiedene Lebensmittel miteinander zu kombinieren und einfach zu schauen, wie reichhaltig eigentlich die vegetarische Küche ist. Und man lässt ja eigentlich nur ganz wenige Lebensmittel, eigentlich nur wenige tierische Lebensmittel weg. Wenn man vegetarisch ist, dann lässt man Rindfleisch weg, Schweinefleisch, Hühnerfleisch, was anderes habe ich nie gegessen. Fisch hatte ich die ersten Jahre noch in unregelmäßigen Abständen gegessen, zum Beispiel wenn wir außerhalb gegessen haben, dann hatte ich auch mal Fisch gegessen. Und man merkt dann erst, wenn man vegetarisch bzw. auch vegan kocht, wie vielfältig diese pflanzliche Ernährung ist. Ich bin ja dann ein paar Jahre später Veganerin geworden und da habe ich ganz viel ausprobiert. Ich habe selber Sojamilch gemacht, ich habe selber Sojajoghurt zubereitet, Kuchen gebacken, Pizza, vegane Pizza zubereitet. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, habe ich natürlich in die vegane Ernährungsweise umgemünzt und das hat mir immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also für mich ist Essen zubereiten niemals eine Belastung gewesen. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also für mich so dieses Essen zubereiten, gerade für Menschen, die mir im Herzen liegen, da steckt man auch ganz viel Liebe rein und Hingabe und Achtsamkeit und Leidenschaft. Und ich verbinde das dann oft auch mit Dingen, die mich interessieren. Zum Beispiel schaue ich ja keine Massenmedien. Ich höre mir dann immer zum Beispiel lieber Vorträge auf YouTube an oder Diskussionsrunden oder alternative YouTube-Kanäle über bestimmte Themen, die mich interessieren. Oder ich höre mir zum Beispiel Hörbücher an. Wir haben in der Nähe eine Bibliothek und mit meinen Jungs gehe ich ja sowieso mal in die Bibliothek. Wir leihen uns da Bücher aus, auch mal DVDs und Hörbücher. Und dann leihe ich mir auch immer ein Hörbuch aus. Jetzt höre ich zum Beispiel auch gerade ein ganz spannendes Hörbuch. Und das höre ich mir dann auch oft an, wenn ich Essen zubereite, wenn es mal ein bisschen aufwendiger wird. Oder ich nutze einfach mal die Zeit so wirklich für die innere Meditation. Ich versuche mich komplett auf die Zubereitung zu konzentrieren, schalte alles andere aus. Bei mir rattern wirklich manchmal ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ich stelle mir ganz viele Fragen und dann, wenn ich Essen zubereite, ist der Moment, wo ich dann mal abschalten kann, wo ich dann einfach ganz viel Hingabe da reinfließen lasse und ganz viel Achtsamkeit. Und das ist das, was ich wirklich auch brauche. Und so kann ich das, was ich liebe, also pflanzliche Lebensmittel zubereiten, natürlich am liebsten Rohkost zuzubereiten, wo ich nicht groß kochen muss. Das verbinde ich mit dem, was mich interessiert, indem ich mir zum Beispiel, wie gesagt, Hörbücher anhöre oder interessante Vorträge. Als ich 2001 auf Rohkost umgestellt habe, habe ich immer sehr einfache Rohkost gegessen. Also Obst, Gemüse, bisschen Wildgrün, Kulturgrün, Sprossen, ganz wenige Nüsse und auch ganz wenige Trockenfrüchte. Und da war das dann auch immer recht eine einfache Kost, die auch nicht sehr viel Zubereitung erforderte. Was ich damals gemacht habe, kann ich mich erinnern, dass ich Eis aus gefrorenen Bananenstücken mir gemixt habe. Oder ich habe zum Beispiel Weizen- und Roggensprossen gekeimt und mir daraus Essener Brot selbst gedörrt in der Sonne oder im Ofen. Also ich habe wirklich, oder mal so ein Energiebällchen, aber wirklich sehr einfache Rohkost. Und als ich jetzt vor, war es ja schon wieder jetzt, das ist ja jetzt schon wieder 6 Jahre her, 2012 im April, bin ich wieder auf Rohkost umgestiegen. Und da habe ich wirklich in den letzten 6 Jahren unglaublich viel zubereitet. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Verschiedene Kuchen, Energiebällchen, Gemüsegerichte, sowas wie Aufläufe und Pizza und Brot und Cracker und Suppen. Also es ist unglaublich, was die Rohkost bietet. Und dann, dabei schränkt man sich ja eigentlich, würden andere sagen, noch viel mehr ein, weil man ja auch nichts mehr kocht. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, jetzt mit der Rohkost ernähre ich mich viel vielfältiger, als ich noch Vegetarierin war oder Veganerin. Obwohl ich, als ich mich für die vegane Lebensweise interessiert habe oder darauf umgestellt habe, habe ich ganz viele tolle pflanzliche Lebensmittel und auch alternative Getreidesorten für mich entdeckt. Und das war schon auf alle Fälle eine Bereicherung. In den letzten Jahren bin ich aber auch immer mehr dahin gekommen, immer einfacher zu essen. Monomahlzeiten. Im Sommer geht das wunderbar. 1 Kilo Tomaten essen oder 1 Kilo
Erdbeeren essen oder frische Gurken, wenn die frisch geerntet werden. Oder einfach wirklich mal eine größere Portion Wildkräuter sammeln oder im Wald vor Ort essen. Oder Lindenblätter mag ich zum Beispiel im Mai auch total gern und die sind total sättigend. Und solche einfachen Mahlzeiten begeistern mich natürlich immer wieder, weil das ist wirklich auch ganz, ganz wenig Aufwand. Den meisten Aufwand betreibe ich wirklich für meine Kinder. Das könnt ihr ja auch an den Videos sehen, an den Food Diaries, dass ich mir da ganz viel Mühe gebe, ihnen da wirklich auch eine vielfältige pflanzliche Kochkost wie auch Rohkost zu präsentieren. Wie gesagt, es macht mir Spaß, Lebensmittel zuzubereiten, Rohkost vor allem zuzubereiten, nicht nur für meine Kinder, sondern auch für liebe Menschen um mich herum, für meine Freunde, für meinen engsten Freundeskreis. In den letzten Wochen, Monaten hat es sich so ergeben, dass ich nur noch eine Mahlzeit am Tag esse, meistens am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Das ist so perfekt für mich. Manchmal wird es natürlich auch ein bisschen später, das ist natürlich mit der Verdauung und der Nachtruhe nicht so gut, aber ich versuche immer so am späten Nachmittag oder am frühen Abend zu essen. Davor gibt es 1 bis 2 Säfte über den Tag verteilt. Also das hat sich für mich gerade als perfekt herausgestellt. Ich weiß nicht, was in 1-2 Jahren ist, aber für mich ist es so optimal. Und da seht ihr schon, bei einer Mahlzeit am Tag ist das recht wenig Aufwand. Gut, die Säfte muss ich auch pressen und den Entsafter sauber machen, aber das lohnt sich für mich immer. Also von frisch gepressten Säften, gerade wenn ich, heute habe ich einen Kamutgrassaft getrunken, oder wenn ich noch Sprossen entsafte, oder ich habe noch einen Saft mit Petersilie mir gepresst, Apfel, Zitrone, Ingwer, ist ein fantastischer Saft, das gibt mir so viel Energie. Und ich liebe einfach grüne Lebensmittel, grüne Säfte. Und dann ist mir der Aufwand, das zu schälen und zu pressen mit Safte und diesen auch sauber zu machen, das ist es mir dann auch einfach wert. Wegen diesem Zeitaufwand möchte ich nochmal erwähnen, es gibt ja auch viele Menschen, die verbringen mehrere Stunden am Tag vor Facebook oder im Internet oder sitzen vorm TV und schauen sich mehrere Stunden lang Nachrichten oder Filme oder Dokumentationen an. Manche machen 2 bis 3 Stunden Sport am Tag. Manche verbringen, sage ich jetzt mal so, vielleicht 1 Stunde am Tag damit, irgendwo draußen auf dem Balkon oder im Garten oder vor der Tür zu stehen, um zu rauchen. Ich will das jetzt nicht bewerten, ich will das jetzt einfach mal nur benennen. Und ich verwende einfach gern, sage ich mal so, 1-2 Stunden am Tag, das ist aber auch nicht jeden Tag so, um frische Lebensmittel zuzubereiten. Für meine Kinder, für mich, für Freunde. Und es macht mir einfach Spaß und jeder hat einfach den Fokus auf andere Dinge. Wir Menschen, wir sind nicht gleich, wir haben verschiedene Vorlieben und alle Menschen, die sich auch gern gesund ernähren oder auch gern zubereiten, für die ist es kein Zeitaufwand, ist es kein Stress. Es ist einfach eine absolute Leidenschaft, eine Hingabe, die von innen kommt und die trägt man dann nach außen. Und ich finde, wenn jemand eine Mahlzeit mit Hingabe und Leidenschaft und Liebe zubereitet, das schmeckt man auch. Die Frage, ist so eine gesunde Ernährung nicht viel zu zeitaufwendig, resultiert wahrscheinlich auch daher, dass man in meinen Food Diaries, in meinen Videos, wo es über unsere Ernährung geht, auch sieht, dass ich oftmals 2 oder 3 verschiedene Mahlzeiten zubereite. Ich persönlich ernähre mich ja von Rohkost. Das heißt, wenn ich meine Gemüsegerichte esse, esse ich die alleine oder mit Freunden, wenn die gerade da sind. Für meine Jungs koche ich dann am Abend immer extra. Und mein jüngster Sohn, das habe ich schon öfters erwähnt, ist ein sehr ermäßiger Esser, der mag vieles nicht. Und dann koche ich dann auch oft abends 2 verschiedene Gerichte. Zum Beispiel mag mein Jüngster gern Basmati-Reis, einfach nur Basmati-Reis. Und mein Ältester mag diesen Reis nicht mehr so gern, der isst dafür gern Wildreis. Also koche ich dann Wildreis und Basmati-Reis und für meinen Ältesten gibt es zu diesem Wildreis noch gedämpftes Gemüse. Gibt es noch für beide ein bisschen gebratenen Tofu und das sind beide glücklich. Und ich sitze dann mit meinem Salat daneben. Aber wie schon erwähnt, ich nutze die Zeit ja auch. Wenn ich das Essen zubereite, dann stehe ich am Abend eben 1 Stunde in der Küche. Manchmal habe ich auch liebe Freunde da, dann unterhalten wir uns. Das ist mir natürlich am liebsten, wenn man sich persönlich unterhalten kann, austauschen kann. Oder ich höre mir dann ein Hörbuch oder interessante Vorträge oder höre mir auch mal inspirierende Musik an. Also ich nutze die Zeit natürlich. Und manchmal haben wir ja auch so viel Trubel, sind Freunde da oder wir haben Übernachtungsgäste, wenn Potluck da ist, dann nutze ich die Zeit wirklich auch mal, um mich in die Küche zurückzuziehen, die Tür zuzumachen und nur für mich zu sein. Dann merke ich, ich brauche mal wieder eine Weile für mich, um wieder runterzufahren, zu reflektieren, um einfach bei mir anzukommen. Und das genieße ich dann einfach auch und das kann ich eben dann gut in der Küche, wenn ich zubereite. Das ist für mich wirklich optimal. Wie schon beschrieben, ich esse Rohkost. Warum soll ich meinem Jüngsten verwehren, auch seinem eigenen Vorlieben für bestimmte Speisen zu haben? Warum soll ich ihm vorschreiben, dass er genau das gleiche essen soll wie mein ältester Sohn? Das habe ich mir schon vor langer Zeit abgewöhnt, weil da gab es immer so kleine Kämpfe, ne? Weil der Jüngste sich einfach verweigert hat. Ihm hat irgendwann das Essen nicht mehr, keinen Spaß gemacht und saß dann immer einer frustriert am Tisch. Und deswegen bin ich auch dazu übergegangen,
für uns drei eben an manchen Tagen verschiedene Speisen zuzubereiten. Es gibt natürlich auch vegane Kost. Zum Beispiel gestern haben meine Jungs Kartoffelsuppe gegessen mit geröstetem Dinkelbrot oder wenn ich Kartoffelpuffer mache oder mal glutenfreie Nudeln. Das sind zum Beispiel so Sachen, die essen die beide auch zusammen. Das ist für mich natürlich dann erleichternd, aber ich habe auch kein Problem damit, für uns alle drei was komplett Verschiedenes am Abend zuzubereiten. Kürzlich habe ich bei Facebook ein Foto gepostet. Ich blende es euch mal hier ein. Da seht ihr meinen großen Sprossenturm und verschiedene Sprossenzüchtungen, meine grünen Gräser und Grünkraut im Hintergrund. Und dieses Video hat enorme positive Resonanz hervorgerufen. Da war ich ein bisschen überrascht. Das lösen eigentlich sonst immer eher so, sag ich mal, so rohvegane Schokolade und so Süßigkeiten aus. Oft irgendwas Süßes, irgendwie tolle Rezepte. Bei Sprossen war ich diesmal sehr erstaunt. Und natürlich kam dann auch manchmal die Aussage, oh, sehr toll, aber es ist nicht so zeitaufwendig. Und dann merke ich schon, dass manche dann eher davor zurückschrecken. Aber keiner muss das so intensiv betreiben wie ich. Und wenn ihr genauer wissen wollt, was denn da jetzt so keimt und wächst und gedeiht, dann nehme ich euch jetzt mit in meine Küche. Das ist mein Regal für grüne Gräser und Grünkraut. Aktuell ziehe ich grüne Gräser aus Weizen, Kamut, Hafer und Gerste und zwei verschiedene Grünkrautsorten. Das ist Erbsengrünkraut und das ist Sonnenblumenkerngrün. Daneben wachsen Hafer und Gerstengras, das habe ich schon einmal geerntet, das kann noch einmal nachwachsen. Und wiederum hier seht ihr Sprossen bzw. auch schon Grünkraut. Aus diesen Senfsprossen soll auch ein Grünkraut wachsen. Hier seht ihr schon üppig sprießen, das ist Rettichgrünkraut. Und weiter unten, hier in dieser Schale, das sind Rettichsprossen. Also ihr seht vielleicht schon, die kleinen Keimlinge kommen schon langsam durch. Die lasse ich jetzt hier im Dunkeln ca. 3-4 Tage ankeimen, spüle natürlich immer morgens und abends und dann kommen sie ins Licht und dann kann auch hier so ein üppiges Rettichgrün wachsen. Diese grünblättrigen Sprossen habe ich diesmal auch das erste Mal gezogen. Das sind Basilikumsprossen, sehr schmackhaft für den Salat. Dieses Saatgut, wie auch zum Beispiel Saatgut für Mangold und Zwiebeln und rote Rüben und verschiedene Brokkoli-Sorten beziehe ich über die Firma Saatgut Bartowik GmbH, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Weiter geht's. Hier in dieser Keimschale wird Kresse üppig wachsen, also auch eine grünblättrige Sprosse. Auf dem Fensterbrett wachsen in diesen 3-Liter-Gläsern Alfalfa-Sprossen in verschiedenen Wachstumsstadien. Und hier daneben gibt es noch zwei Schalen mit Erbsengrün. Ist noch ganz frisch. Das hat sich vor 2-3 Tagen durch die Erde gegraben und da kann man jetzt die nächsten Tage zusehen, wie üppige Pflanzen wachsen. Hier auf dem Holztischchen vor dem Fenster wächst auch alles schön üppig und keimt und sprießt vor sich hin. Dieses Grün, was hier sprießt, das sind Zwiebelsprossen. Hier habe ich Hafer eingeweicht, also Hafergras ist ein sehr schmackhafter, oder aus Hafergras kann man einen sehr schmackhaften Saft pressen, Weizengras. Oder auch Kamutgras ist ja recht süß, auch Dinkelgras. Gerste eher bitter, aber Hafergras ist ein sehr schmackhaftes, mildes Gras. Also der Saft schmeckt sehr mild, sehr angenehm. Hier in diesem Glas wachsen Braunhirsesprossen. Ihr könnt die Keimlinge sicherlich erkennen. Hier sind ganz viele eingeweichte Erbsen. Die habe ich heute über Nacht eingeweicht. Und die werden jetzt so 3 Tage ankeimen. Und dann werde ich sie einpflanzen und ziehe mir daraus das schmackhafte Erbsengrün. Hier in diesen Keimgläsern wachsen auch verschiedene Sprossen. Das sind Boxhornklee-Sprossen. Hier wachsen Kichererbsensprossen. Daraus möchte ich mir ein rohveganes Hummus herstellen. Und hier braune Linsensprossen. Hier in diesem großen Glas befinden sich Roggensprossen. Das kann man auch gar nicht so richtig erkennen. Ich habe die auch heute über Nacht eingeweicht. Die werden jetzt auch die nächsten 2 Tage keimen. Und hier in der Schüssel habe ich auch ganz viele Roggensprossen und daraus werde ich rohvegane Lebkuchen herstellen. Die Zeit ist zwar schon lange vorbei, aber mein Ältester liebt die rohveganen Lebkuchen und ich habe so viel Roggen noch im Vorratsschrank und den werde ich jetzt damit auch langsam aufbrauchen. Hier habe ich einen riesen Sprossenturm. Den hatte ich letztens auf Facebook gepostet und da kam natürlich oft die Nachfrage, oh, wo gibt es denn so einen großen Sprossenturm? Ich habe einfach 2 Sprossengärten zusammengelegt und habe jetzt statt 3 Schalen 6 verschiedene Schalen mit
Brokkolisprossen. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein, was da wächst und gedeiht. Das sind Brokkolisprossen, die haben ungefähr 2 Tage schon gekeimt. Das sind nochmal die gleichen Brokkolisprossen. Und das sind auch nochmal Brokkolisprossen, aber von einem anderen Anbieter. Und ihr könnt vielleicht auch erkennen, dass diese Sprossen schon etwas weiter gewachsen sind als diese. Und diese Brokkolisprossen, ich glaube, das ist die Sorte Raab Brokkoletti, die habe ich auch über die Firma Saatgut Bartowik GmbH. Also diese Brokkolisprossen, die keimen schon mal viel schneller, das ist schon mal auffällig. Als nächstes, das sind Rotkohlsprossen, die habe ich kürzlich auch das erste Mal gekeimt. Wirklich ein sehr, sehr schmackhaftes Grünkraut kann man sich daraus ziehen. Das sind Kamutsprossen, da ziehe ich mir natürlich Kamutgras daraus. Die kann ich auch heute Abend oder morgen dann einpflanzen. Und das sind Weizensprossen, auch daraus ziehe ich mir Weizengras. Am Morgen besprühe ich mit dieser Sprühflasche die Erde der grünen Gräser bzw. des Grünkrauts und auch diese Sprossen oder auch dieses Grünkraut, diese grünblättrigen Sprossen kann man wundervoll mit der Sprühflasche wässern. Und die Sprossen und das Grünkraut hier, das sprühe ich 2-mal am Tag, während ich die Erde hier von diesen Gräsern und von diesem Grünkraut nur am Morgen besprühe. Die Getreidesprossen, wie auch hier diese Hülsenfrüchtesprossen bzw. auch die Boxhornkleesprossen, die spüle ich morgens und abends mit Wasser. Ich sehe mich eher als Inspirationsgeberin. Ich gebe euch gewisse Einblicke in Teile meines Lebens und ihr könnt für euch daraus ziehen, was euch für wertvoll erscheint oder was ihr in euren Alltag mit Familie, mit Beruf einfach integrieren könnt, was sich für euch dann später auch bewährt. Also ihr müsst auf keinen Fall genauso wie ich leben. Ihr müsst auf keinen Fall nur vegan essen, nur Rohkost und so viel Wildkräuter sammeln, massiv Sprossen züchten. Ihr müsst auch nicht massiv minimalisieren. Alles, was ich hier auf diesem Kanal bereitstelle an kostenlosen Informationen, gilt nur als Inspiration. Und jeder kann sich für sich das herausziehen, was aktuell in seinem Leben gerade Sinn macht und auch vor allem umsetzbar ist. Zum Schluss möchte ich noch sagen, die Menschheit hat die meiste Zeit ihres Bestehens sich um ihre eigene Ernährung gekümmert, angebaut, gejagt auch und selbst zubereitet. In den letzten Jahrzehnten hat sich das immer mehr so eingeschlichen, dass die meisten Menschen ihre Nahrungsmittel fertig produziert im Supermarkt kaufen. Ja, Fertigkost, Industriekost, davon halte ich persönlich gar nichts, auch wenn ich ab und zu für meine Jungs zumindest im Bioladen auch mal Fertigprodukte kaufe, wie zum Beispiel eine pflanzliche Hafermilch oder schon mal irgendwas zubereitet, einen Aufstrich oder mal eine Rohkostschokolade oder eine vegane Schokolade, das kommt auch vor. Aber ich gehe immer mehr dahin, selbst zu kochen, dass meine Jungs sehen, oh, die Mama, die macht den Kartoffelbrei selber, die macht die Kartoffelpuffer selber, die macht die Pizza selber, die macht die Suppe selber. Ja, bei mir gibt es nichts aus der Tüte, wie das jetzt bei vielen Menschen der Fall ist, oder aus dem Glas, aus der Konserve. Maximal, dass wir zum Beispiel gefrorene Früchte kaufen oder ich auch mal Kartoffelspalten im Bioladen oder Pommes kaufe, das machen wir schon mal. Aber das ist nicht die Regel. Also ich versuche wirklich, frische Lebensmittel, bevorzugt aus der Biokiste oder aus dem Bioladen oder vom Wochenmarkt, frisch zu verarbeiten. Und jetzt freue ich mich, weil gestern mit meinen Jungs wieder im Wald unterwegs und wir haben so viele neue Wildkräuter entdeckt, die sind noch ganz klein, aber in den nächsten Wochen werde ich noch wieder massivst Wildkräuter sammeln und für mich persönlich verwenden. Und natürlich will ich meinen Jungs auch zeigen, mit dieser Sprossenzucht und den grünen Gräsern und grünen Kraut, was man auch in der Wohnung an frischen Lebensmitteln ziehen kann. Aktuell züchten wir sogar Pilze und das ist auch sehr spannend für meine Jungs, wenn sie immer in diesen Karton schauen, ich kann euch mal ein Bild einblenden. Wahnsinn, diese Pilze, wie groß die in kurzer Zeit wachsen. Und dann haben wir jetzt am Sonntag, waren schon einige reif, sind schon einige sehr groß geworden, die haben wir geerntet und dann gab es für meine Jungs eine Pilzpfanne. Und das freut mich einfach, dass ich meinen Jungs das mitgeben kann, dass man sich wirklich auch sehr gesund und frisch mit gesunden Lebensmitteln ernähren kann. Und dass es auch ein besonderer Aspekt ist, das selbst zuzubereiten mit Liebe, Hingabe und Leidenschaft. Okay, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Eure Silke.